Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Bau eines Chemiewerks in Libyen soll nach amerikanischer Darstellung für die Produktion chemischer Waffen bestimmt sein, soll ein bundesdeutsches Unternehmen maßgeblich beteiligt sein. Die amerikanische Zeitung New York Times nennt die Firma Imhausen Chemie in Lahr im Schwarzwald. In Bonn wurde bestätigt, dass die US-Regierung bei der Bundesregierung vorstellig geworden sei. Die Bonner Ermittlungen seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Ein Verdacht, dass deutsche Firmen an illegalen Ausfuhrgeschäften beteiligt seien, habe sich bisher nicht erhärtet. Der Leiter der Firma Imhausen Chemie bestreitet jegliche Beteiligung an dem Chemiewerk in Libyen. Zum dritten Mal haben Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow im Fernsehen Neujahrsbotschaften an die Bevölkerung des jeweils anderen Landes gerichtet. Als sichtbares Zeichen der Annäherung zwischen beiden Ländern nannten sie den Vertrag über die Verschrottung atomarer Mittelstreckenraketen. Ich bin zuversichtlich, sagte Reagan, dass sich die Beziehungen zwischen unseren Ländern auch im neuen Jahr verbessern werden. Ungeachtet unserer Meinungsverschiedenheiten haben wir gemeinsame Grundlagen gefunden. Ich glaube, die Welt ist sicherer als vor einem Jahr und ich bete, dass sie noch sicherer wird. Präsident Reagan, der nach zwei Amtsperioden am 20. Januar das Weiße Haus verlässt, sicherte in seiner Ansprache der Sowjetunion zu, dass sein Nachfolger George Bush die amerikanische Politik kontinuierlich fortsetzen werde. Amerika, so sagte Gorbatschow in seiner simultan übersetzten Rede, scheint die Sowjetunion neu zu entdecken und wir entdecken Amerika erneut. Ängste und Argwohn weichen schrittweise einem Vertrauen und Gefühlen gegenseitiger Zuneigung. Die Tragödie in Armenien hat in der ganzen Welt große Anteilnahme ausgelöst. Wir danken den Amerikanern und allen Völkern, die uns geholfen haben. Papst Johannes Paul II. Hat den Weltfriedenstag, den die katholische Kirche zu Neujahr begeht, in diesem Jahr den Minderheiten gewidmet. Er fordert in der Botschaft zu mehr Toleranz gegenüber ethnischen und religiösen Minderheiten auf. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kruse, verlangte in seiner Neujahrspredigt in Berlin, dass der Aufwärtstrend in der Wirtschaft deutlicher auch den Schwachen zugutekommen müsse. Mit Beginn des neuen Jahres ist Benzin in der Bundesrepublik teurer. Auch andere Verbrauchssteuern sind von der Bundesregierung erhöht worden. Viele Autofahrer haben sich noch im alten Jahr eingedeckt. Dabei geben sich die Rohölkonzerne zumindest heute, am ersten Tag des neuen Jahres, seriös. Keine Mitnahmeeffekte beteuern sie. Die Preisanhebungen entsprechen auf Heller und Pfennig der Steuererhöhung. 14 Pfennig macht dies für verbleites Benzin. Nur 10 Pfennig mehr für den umweltfreundlichen, unverbleiten Kraftstoff. Keine Preisbewegung dagegen an den Zapfsäulen für Diesel. Doch auch Diesel-Pkw-Besitzer bleiben nicht ungeschoren. Bis zu 60% mehr Kraftfahrzeugsteuern müssen sie ab diesem Jahr für ihr Auto bezahlen, das bislang sogar mit einem Steuerbonus fuhr. 4 Pfennig pro Liter, das sind fast 300%, beträgt die Steuererhöhung für leichtes Heizöl. Und erstmals ist in der Bundesrepublik auch eine Steuer auf Erdgas von 26 Pfennig pro 100 Kilowattstunden zu bezahlen. Insgesamt sollen alle Verbrauchsteuererhöhungen runde 7 Milliarden Mark in die leeren Staatskassen bringen. Allerdings, durch die Steuererhöhungen wird in diesem Jahr das Wirtschaftswachstum niedriger ausfallen. Und zudem, so die Prognosen, wird der Preisanstieg die Inflationsrate um gut ein halbes Prozent steigern. Ein Programm drastischer Einsparungen zur Gesundung der israelischen Wirtschaft hat Finanzminister Peres heute vorgelegt. Durch die Streichung von Subventionen für Lebensmittel steigen die Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot und Milch um bis zu 26%. Die israelische Währung, der Schekel, wurde zum zweiten Mal in einer Woche und diesmal um 8% abgewertet. Vor der Küste Rio de Janeiros sind in der Neujahrsnacht möglicherweise 100 Menschen beim Untergang eines Ausflugsdampfers ertrunken. Auf dem überfüllten Schiff waren mehr als 130 Menschen, die von der See aus dem Feuerwerk am Strand zuschauten. Auf der Rückfahrt kenterte das Schiff und sank innerhalb einer Minute. 49 Tote wurden bisher geborgen, nur 20 Passagiere konnten gerettet werden. Die Bergungsmannschaften haben kaum Hoffnung, dass es noch weitere Überlebende gibt. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 2. Januar. Morgens gebietsweise Nebel, tagsüber stark bewölkt oder neblig trüb, nur oberhalb 1000 Meter auch sonnig. T-
Tiefstemperaturen 1 bis 5, im Süden bis minus 2 Grad absinkend. Höchstwerte 2 bis 6, im Süden in Nebelgebieten um 0 Grad. Schwachwindig. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Wir melden uns noch einmal mit letzten Nachrichten um 0.25 Uhr. Wir waren die Letzten, die sich von den Spaniern befreit haben, aber die Ersten, die den Yankee-Imperialismus abschüttelten. Fidel Castro im 30. Revolutionsjahr. Was Mitte der 50er Jahre als ein Aufstand weniger begann und 1959 mit dem Einzug der bärtigen Revolutionäre in Havanna endete, ist in die Jahre gekommen. Der erste sozialistische Staat auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Die Revolution hat sich etabliert, von der Anziehungskraft ging viel verloren, einige Ideale sind geblieben und der Caudillo Fidel Castro, nach wie vor das Aushängeschild der 30-jährigen Revolution. Sehen Sie nun den Fernsehfilm Das Fenster de Rouet nach dem Roman von Georges Simenon, La Fenêtre de Rouet. Dominique ist erst 40, aber das Leben scheint für sie bereits zu Ende. Sie ist vereinsamt und verarmt und begnügt sich damit, das Leben anderer zu beobachten. Dieses ständige Leben aus zweiter Hand führt zu einem zunehmenden Realitätsverlust bei Dominique. Mehr und mehr taucht sie weg in ein dumpfes Schattenreich aus Wunschträumen, Kindheitserinnerungen und verdrängter Erotik.